Darum kann ich mich nicht kümmern. Der ist mir jetzt völlig egal. Man muss Prioritäten setzen können. Es ist Präsident Nixon, Sir. Er schließt seinen Atomkrieg nicht mehr aus. Ich kann aber so etwas jetzt nicht entscheiden. Ich erschaffe heute etwas. Ich will nichts zerstören. Sagen Sie ihm, er möchte sein Anliegen auf Kassette aufnehmen. Ich höre mir das dann später an. Und dass mir ja niemand wieder irgendetwas davon löscht. Zischen Sie ab. Siehst du, Gina? Die Welt kann warten. Das tue ich nur für dich. Gina Timmons, wollen Sie den hier anwesenden Henry Kissinger heiraten, ihn lieben und ehren, zumindest so lange, bis Sie schwanger sind? Gina, willst du wirklich Henry Kissinger heiraten, obwohl du mich haben könntest? Mason, ich liebe dich. Das wird wohl immer so sein. Aber ich habe mich für Henry entschieden. Sie hat sich für Henry entschieden? Das war aber ein schöner Tagtraum. Nein, ich war in Gedanken. Was hast du gefragt? Ich habe dich gefragt, ob du uns dabei hilfst, Kellys Hochzeit vorzubereiten. Es gibt noch viel zu tun und wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Natürlich, ich helfe euch furchtbar gern. Ich hätte zuvor noch eine rein persönliche Angelegenheit zu klären. Es wird nicht lange dauern. Du kannst uns ja Bescheid sagen, Miss Timmons. Hallo? Hier ist Gina Timmons. Hier ist Gina Timmons. Ich hatte mir einen Termin für die Samenbank geben lassen und den wollte ich nur kurz bestätigen. Nein, nein, das kannst du nicht. Dazu ist es zu spät. Damit wirst du nicht fertig. Ich mach das für dich. Lass mich das für dich regeln. Ich übernehme das. Adriana, meine Süße, komm her zu Mama. Mama muss dich drücken, mein Schatz. Komm her. Weißt du, du bist mein großes Mädchen, nicht wahr? Ich liebe dich über alles. Es gibt nichts, was mich von dir trennen wird. Ups. Das verspreche ich dir. Alles wird wieder gut werden. Mami wird gesund, das verspreche ich dir. Sieh nur, was ich hier habe. Ein Diamant. Ist der nicht wunderschön? Und wie er glitzert. Wenn wir nur wüssten, wo dieser Diamant herkommt. Glückwünsche müssten ja wohl drin sein. Ich kann dir höchstens sagen, dass das totaler Schwachsinn ist und ich bitten es zu lassen. Das können Sie sich sparen. Sie hört ja doch nicht Wahrscheinlich auf. Sollte ich dich einfach gewaltsam hier festhalten und nicht aus dem Haus lassen. Na klar, schließ mich ein, binde mich fest. Jetzt hört mir doch mal zu. Ihr habt beide ein sehr viel gefährlicheres und aufregenderes Leben gehabt als ich. Von Großmutter und Daddy ganz zu schweigen. Ich kann einfach nicht verstehen, warum ich hier von allen Seiten angegriffen werde, nur weil ich ausprobieren möchte, wie das ist. Also, Layton, was mich angeht, sind Gefahr und Aufregung von Außenstehenden weit überschätzt worden. Wir Lockridges haben uns mit unseren Eskapaden oft selbst zur Verzweiflung gebracht. Okay, dann führe ich doch im Grunde nur die Familientradition fort. Ach, ich bitte dich, du spielst dich auf wie ein verwöhntes Kind reicher Eltern. Das bin ich doch. Das hast du mir doch wenigstens 100-mal vorgeworfen. Layton, wenn ich tatsächlich glauben würde, dass du so bist, wie du tust, hätte ich mich längst davon gemacht. Okay, ich war auch oft in ziemlich gefährlichen Situationen, aber doch nicht freiwillig. Und irgendwie finde ich es kindisch, dass du scheinbar ständig die Gefahr suchst, obwohl du es nicht müsstest. Ja, ich bin eben nur eine dumme Gans, die an Sensationslust leidet. Amado, geht es wie mir. Wir haben Angst um dich. Vielleicht setzt du wirklich die Familientradition fort, aber die ist nichts wert.
Dein Vater hat recht. Du willst offenbar nur um jeden Preis auffallen. Nein, ich mache das, weil ich es will. Mutter, ich liebe schnelle Wagen. Ich bin absolut verrückt danach. Ich finde es atemberaubend, mit 300 Sachen über die Strecke zu rasen. Ich liebe die Geschwindigkeit und manchmal ist es fast so, als würde ich fliegen. Hm, wunderbar. Ach, Mutter, das verstehst du nicht. Eines Tages könnte ich eine sehr gute Rennfahrerin sein. Das ist ein Sport wie jeder andere auch und inzwischen üben ihn schon viele Frauen aus. Ich könnte wetten, dass du begeistert wärst, wenn Warren sowas machen würde. Das wäre ich mit Sicherheit nicht. Der macht, was er für richtig hält und ich bin froh, dass ich nicht weiß, was es ist. Kommst du mit? Nein, ich habe keine Lust. Okay, also wir sehen uns dann später. Ich werde das schon schaffen. Seid unbesorgt. Bis dann. Blaken. Tu mir einen Gefallen. Welchen? Fahr dich bitte nicht tot, ja. Mutter, also ich trete eigentlich nicht dort an, um mich oder sonst jemanden umzubringen. Wiedersehen. Es wäre mir bedeutend lieber, wenn Robert vorhätte, Julia zu heiraten. So wie Sie sie noch immer ansehen, würden Sie das wohl kaum zulassen, oder? Anscheinend kann ihn weit und breit niemand davon abhalten, Kelly zu seiner sittsamen Braut zu machen. Ihre Sorge um Kelly rührt einen zu Tränen, aber warum stört es Sie eigentlich, wenn sie Roberts Frau wird? Ich kann es nun mal nicht mit ansehen, wenn Frauen es unnötig schwer haben. Hören Sie, Mason, also was unsere kleine Verabredung, Dash zu überwachen, anbelangt, zeichnet sich eine neue Entwicklung ab. Um genauer zu sein, ich habe einen Fehler gemacht. Was denn für einen Fehler? Ich bin ihm nochmal in diese Bar in Ventura gefolgt. Sie müssen sich neulich nur unterhalten haben. Ich denke, sie ist nicht seine Freundin, weil er allein am Tisch saß und sie mit einem anderen da war, also... Das freut mich zwar für Sie, aber warum sollte er bis nach Ventura fahren und dort allein in einer Bar sitzen? Um sich der negativen Stimmung hier nicht mehr auszusetzen. Und all den Leuten, die ihn ansehen, als wenn er auf einer Fahndungsliste stehen würde. Ich weiß, Ihrer Meinung nach sollte er die Stadt für immer verlassen. Er will das Beste draus machen. Mein Vertrauen hat er. Flame, Sie haben nicht mehr allzu viel davon, also werfen Sie es bitte nicht zum Fenster raus. Inzwischen kenne ich ihn ein wenig und für mich hat er nichts von einem Vergewaltiger. Wissen Sie, nachdem Sie schon öfter den Wunsch geäußert haben, Ihren ziemlich ledierten Ruf zu verbessern, halte ich es für keine sehr gute Idee, sich für die einzige Person in Santa Barbara stark zu machen, die gesellschaftlich noch tiefer angesiedelt ist als Sie selbst. Er ist aber der Einzige in der Stadt, der für mich auch nur die geringste Höflichkeit übrig hatte. Er hat mich als einen Menschen angesehen und nicht als ein Ding. Ihm ist wahrscheinlich nur der Unterschied zwischen diesen Begriffen nicht ganz geläufig. Gegen Sie komme ich nicht an, Mensch. Sicher nicht. Wie dem auch sei. Ich nehme an, dass unsere Vereinbarung noch gilt. Sie werden mich auch künftig unterrichten, falls sich an Mr. Nichols Gewohnheiten irgendetwas verändern sollte. Ich habe wirklich keine Lust, für Sie zu spionieren. Oh, Flame, Sie enttäuschen mich. Mason, beantworten Sie mir eine Frage. Nur ehrlich, wenn ich bitten darf. Ich will nur eins wissen. Sie wollen nicht wirklich, dass Ihre Schwester Roberts Frau wird, nicht wahr? Kein Kommentar. Nein, Sie wollen es nicht, das weiß ich. Und Julia will es auch nicht. Und Craig ist davon am allerwenigsten begeistert. Wieso sind die Reichen und Mächtigen dieser Stadt nicht fähig, eine popelige Hochzeit zu verhindern? Du hast zwar nicht nach einer Schulter zum Ausweinen verlangt, aber wie wär's mit meiner? Besonders, weil ich deine oft genug benutzt habe. Ist das so offensichtlich? Nein. Aber ich weiß, wie dir zumute sein muss wegen Kelly und Robert. Das versuche ich gerade erst herauszufinden. Kelly ist gegangen, das tut weh. Aber die Chancen standen offenbar gegen mich. Mein einziger Trost war, dass sie irgendwann jemanden finden würde, der sie verdient. Das könnte ich verkraften, aber dann erscheint Robert wieder auf der Bildfläche. Und Kelly ändert ihre Meinung total. Und aus mir unbegreiflichen Gründen will sie plötzlich seine Frau werden. Ja, das hat mir schwer zu schaffen gemacht, Cassie. Ich persönlich kann sie auch nicht verstehen. Das heißt, im Grunde genommen verstehe ich keine Frau, die dir einen Korb gibt. Er ist Gift für sie. Mehr als sie oder irgendjemand weiß. Craig, es gibt nicht das Geringste, was du und ich oder sonst jemand dagegen machen könnte.
Das ist es ja. Ich könnte etwas tun. Und ich halte mich nur zurück, weil ich nicht sicher bin, ob es wirklich richtig ist, dass ich entscheide, was gut für Kelly ist. Das wäre doch so, als wollte ich Gott ins Handwerk pfuschen. Das ergibt für dich keinen Sinn, nicht wahr? Ja, schon. Ich glaube, ich verstehe dich. Craig, du bist ein feiner Kerl. Vergiss das bitte. Das ist ein ungewöhnlicher Platz, findest du nicht auch? Ich frage mich, ob er wohl echt ist. Bitte, lassen Sie mich zufrieden. Ich will Ihnen nicht wehtun, Lisa. Also geben Sie mir das Collier. André, was hast du vor? Auf die Fassung kann ich verzichten. Du hast mich gelinkt. Du wolltest mich für dumm verkaufen. Das war ein verhängnisvoller Fehler. Falls der echt ist, wäre er ein paar Millionen Dollar wert. Wie der Amonti-Diamant. Und weißt du was, Adriana? Er sieht genauso aus wie der Amonti-Diamant. Woher weiß ich das? Ich habe ihn doch niemals gesehen. Oh, mein Schatz, bist du so lieb und spielst für ein Weilchen allein? Mama muss telefonieren, ich bin gleich wieder da. Hallo? Mama, hier ist Eden. Bist du gerade sehr beschäftigt? Nein, ich treffe nur ein paar Vorbereitungen für die Hochzeit. Wieso? Weil ich hier etwas habe, das ich dir zeigen möchte. Könntest du mal vorbeikommen? Geht es? Selbstverständlich komme ich sofort. Ja, ist denn alles in Ordnung? Ja, es ist alles in Ordnung. Ich warte auf dich. Ja, gut. Ruf sie sofort wieder an und sag ihr, dass sie nicht kommen soll. Du willst doch meine Pläne mit ihr nicht durchkreuzen. Könnte ich? Ich kenne doch deine Pläne gar nicht. Keine Sorge. Die wirst du schon bald kennenlernen. In der mittleren Position Sam Henderson und last but not least in der sechsten Reihe Laken Lockridge, unsere Newcomerin. Viel Glück, Laken. Und jetzt fährt das Feld auf die Zielgerade zu. Der Starter hat das Feld im Auge. Alles ist aufgereiht und da ist die grüne Flagge. Sag mir jetzt. Das Management möchte sich dafür bedanken, dass du zum Kreis der Stammkunden zählst und dich zu einem Aperitif einladen. Aber das Management hätte etwas anzubieten, das mir zurzeit wesentlich nützlicher wäre. Was kann das wohl sein? Dein Urteil als Fachmann. Setz dich. Ich verliere meine Objektivität zusehends und brauche neue Argumente. Ich kenne mich in den Paragraphen aus, nur deren Auslegung bereitet mir augenblicklich Schwierigkeiten. Geht es dir um ein spezielles Gesetz oder das Recht ganz allgemein? Es geht mir speziell um die Vertraulichkeit, die der Klient von seinem Anwalt erwartet. Ist es unter gewissen Voraussetzungen erlaubt, dagegen zu verstoßen? An diesem Recht kann man nicht rütteln. Ich habe mich ab und an auch schon gefragt, was ich tun würde, wenn ich plötzlich merke, dass einer meiner Klienten so eine Art Mussolini oder Saddam Hussein ist. Ich glaube, neulich hatte ich mich dafür entschieden, sofort zu den Behörden zu rennen und auf dieses Recht zu verzichten. Aber ich denke mal, dass du dich mit der Lösung dieses Problems nicht nur rein theoretisch herumquälst. Du meinst einen deiner Mandanten. Und hat sich dieser Mandant vielleicht kurz bevor du Staatsanwältin wurdest an dich gewandt? Du hast richtig geraten. Du weißt, was ich denke. Du schaust in meine Seele. Das habe ich gelernt, Julia. Des Weiteren vermute ich, dass dieser Klient irgendetwas verbrochen hat. Oder er oder sie ist dabei, ein Verbrechen zu begehen. Und das quält dich. Du hast in beiden Fällen recht. Ist diese Person eine ständige Bedrohung für die Gesellschaft? Nicht mit Saddam Hussein oder Mussolini zu vergleichen, aber schlimm genug. Nicht gerade beneidenswert. Du hast mich doch nicht gefragt, damit ich das bestätige. Oder vielleicht doch? Vielleicht musste ich dich überzeugen, deine Pflicht zu tun, ob es dich nun frustriert oder nicht. Du hast praktisch keine Wahl. Du verletzt mit jedem Regelverstoß die Integrität unseres Berufsstandes. Das würde ich auch so sehen und ich habe mich auch schon halbwegs damit abgefunden, aber das ist längst noch nicht alles. Eine absolut integre Person wird durch meinen Ex-Mandanten Schaden erleiden und ich finde es abscheulich, überhaupt nichts dagegen zu tun, einfach nur daneben zu stehen und abzuwarten. Ich darf annehmen, dass du versucht hast, Beweise gegen deinen Mandanten zu finden, um das legal abzuwickeln? Dazu
Dazu war ich leider nicht imstande. Man könnte die Information natürlich auch geschickt verpacken, damit es so aussieht, als käme sie von irgendwo anders. Aber dazu würde ich nicht raten. Sollte jemand dahinter kommen, hätte das schwerwiegende Folgen. Deinen Job wärst du auf jeden Fall los. Deine Lizenz als Anwältin wahrscheinlich auch. Und leider, ironischerweise, müsstest du damit rechnen, dass dein Mandant dich verklagt. Und durch deine Handlungsweise käme er oder sie ungeschoren davon. Tut mir leid. Ich hatte dich um Rat gebeten. Ich würde mich da raushalten, Julia. Und darauf hoffen, dass er oder sie sich sein eigenes Grab schaufelt, bevor er noch irgendjemanden Schaden zufügen kann. Aber mach dich nicht selbst zum Opfer, indem du deine Karriere riskierst. Das wäre schade. Übrigens weiß ich nicht nur, was du denkst. Ich blicke auch in deine Seele. Ich finde dich anbetungswürdig. Meine Lisa. Ich heiße nicht Lisa. Aber ich weiß, wer Sie sind. Sie haben sich in mein Haus geschlichen und ich will wissen, warum. Braucht man Gründe, um eine alte Freundin zu besuchen? Eden, lass das. Das ist Mamas Ruhe. Pass es nicht an. Wieso habe ich im Traum gewusst, dass der Diamant im Buch ist? Wer ist da? Eden, ich bin's. Gott, was soll ich hier nur sagen, wenn ich die Wahrheit selbst nicht kenne? Eden, mach doch die Tür auf. Ich bin gleich da, Mama. Kommst du mit zur Tür? Na komm. Wir machen beide die Tür auf. Lass uns mal sehen, wer da ist. Hallo. Hallo. Wie geht es dir? Deinetwegen habe ich 3 rote Ampeln überfahren. Hallo, meine Süße. Na, wie geht's dir denn? Oh, komm auf meinen Schoß und lass dich drücken. Bist du schwer? Also, was wolltest du mir zeigen? Worum geht es? Ich habe was gekauft für Kelly als Hochzeitsgeschenk. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das auch wirklich braucht. Ich würde gern wissen, was du davon hältst. Du hast was für Kelly gekauft? Oh, na gut, was ist das? Oh, warte, ich werde es dir zeigen. Das ist doch sehr geschmackvoll. Es wird ihr gefallen und auch Robert wird es sehr mögen. Wieso? Hast du Probleme damit? Es gefällt dir wirklich? Ja, es ist genau das Richtige. Und sonst solltest du nichts weiter? Nun ja, als Kelly sagte, dass sie Robert heiraten will, hatte ich so ein komisches Gefühl. Ich meine, wenn er sie glücklich macht, dann sollte sie ihn heiraten. Ich habe mich über ihre Entscheidung gewundert. Wir haben ihren Entschluss anfangs auch nicht so ganz verstanden. Aber sie will es offenbar wirklich. Gibst du eine Party für Kelly und Robert? Eine Party? Wie kommst du darauf? Lionel sagte, du hättest ihn gefragt, ob er dir seine Yacht leiht. Du wolltest auf der Yacht eine Party feiern. Ich war ein wenig überrascht. Ich dachte, wenn sie eine Party geben will, kann sie das auf unserer Yacht tun. Sie ist größer und dein Dad hätte sicher nichts dagegen. Könnte Daddy sicher danach fragen. Ich wollte ihn nur nicht damit belasten. Ist es eine Party für Kelly? Aber nein, es ist nur eine Party. Mein Schatz, willst du mir nicht irgendetwas anvertrauen? Weißt du, wenn ich diese Migräne kriege, dann vergesse ich so vieles. Eden, ich glaube nicht, dass deine Gedächtnislücken etwas mit deiner Migräne zu tun haben.
Die Ursachen dafür liegen wohl sehr viel tiefer. Habe ich dich nicht gewarnt? Jetzt ist sie noch misstrauischer geworden. Warum hast du Lionel um die Yacht gebeten? Ich brauche sie doch gar nicht mehr. Aber ich... Gehört es zu diesem Spiel, das du mit Mama treibst? Wart's nur ab. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Was, Mama? Eden, hörst du mir zu? Du hast gesagt, deiner Ansicht nach wäre die Migräne nicht der Grund für meine Gedächtnislücken. Wenn du mich fragst, kommen nur seelische Ursachen für deine Vergesslichkeit in Betracht. Du willst dir absichtlich nicht einfallen lassen, was vor so vielen Jahren geschah, als du Lionel und mich auf der Yacht beobachtet hast. Du willst mir damit sagen, dass ich etwas Unangenehmes verdrängen will. Richtig, Liebling, genau das habe ich damit gemeint. Das ergibt für mich Sinn und jetzt fangen wir von vorne an. Du hast Lionel gebeten, dir die Yacht zu borgen. Und du weißt nicht, wieso. Ich habe mir die Yacht geliehen und ich war da. Ich erinnere mich an alles, was auf der Yacht geschah. Aber so wie ich das sehe, zieht es dich noch immer dorthin. Sonst hättest du wohl nicht danach gefragt. Verstehst du das? Ich kann mich an bestimmte Lebensabschnitte nur ganz dunkel erinnern. Gut, aber du findest dich schon wieder zurecht. Dir ist doch schon so vieles wieder eingefallen. Ich will, dass es vorbei ist. Ich will das hinter mich bringen. Für alle Zeiten. Schon etwas von Quinn gehört? Dachten Sie, er meldet sich? Ich dachte, er verabschiedet sich von Ihnen, weil er zu feige ist, sich von mir zu verabschieden. Werden Sie es Kelly nun sagen? Immer wenn mir gerade danach ist, Julia, dann sehe ich Kelly, wie sie Robert ihr Ja-Wort gibt, ihm Treue schwört und schließlich als Quinns Frau die Kirche verlässt und... Dieser verlogene Ganova hat vielleicht sogar recht und sie liebt ihn wirklich, ob er nun Robert oder Quinn heißt. Und dann würde ich das im Grunde nur für mich tun. Sie scheinen mir nicht gerade der Typ zu sein, der völlig selbstlos etwas für andere tun Was würde. Was wissen Sie denn schon von mir? Ich hatte niemals zuvor auch nur irgendetwas ganz für mich allein. In einem Waisenhaus ist Ihr einziger Besitz eine Zahnbürste, aber höchstens. Ich glaube, als ich 11 war, wurde etwas in mir zerstört. Das war, als ich endlich verstanden hatte, dass ich nie adoptiert werden würde. Das hatte aber auch sein Gutes. Ich konnte die Hoffnung aufgeben, dass es jemals passieren würde. Vielleicht würde ich den Rest meines Lebens so in der Luft hängen. Nicht zu viel Gefühl investieren und niemandem allzu sehr vertrauen. Wenn mir Kelly nicht begegnet wäre. Sie erreichte mein Innerstes und griff sich dieses 11 Jahre alte Kind und schüttelte es, bis es endlich aufwachte. Und plötzlich merkt das Kind, hey... Ich lebe ja. Und da begriff ich, was ich normalerweise heute sein könnte und immer noch schaffen könnte, wenn sie bei mir wäre. Ich gehe kaputt, Julia. Ich will sie zurückhaben, okay? Aber ich will ihr nicht wehtun, nur damit ich eine Chance kriege. Ich nehme an, Sie würden es um ihretwillen tun, selbst wenn Sie keine Chance hätten. Soll ich etwa Gott spielen, Julia? Vielleicht liebt sie ja tatsächlich diesen Quinn. Wissen Sie, was mein Albtraum ist? Dass ich es ihr sage und sie ihn daraufhin verlässt, es sich dann überlegt und zu ihm zurückkommt und sich am Schluss beide bedanken. Oder sie verwünschen. Ich warte vielleicht schon zu lange und es wäre brutal, es ihr jetzt zu sagen. Diesmal gibt es keine Patentlösung. Woody Allen? Okay, bitte Ruhe im Set. Ich habe gesagt, Ruhe. Können wir drehen? Leute, bitte ab. Mir. Du hast mir gerade noch gefehlt. Verlass das Set. Du siehst ja grauenhaft aus. Warum lässt du dich nicht von Sinatra in den Schlaf ziehen? Ich habe meine Hauptdarstellerin gerade entdeckt. Mich? Wie ist Ihr Name? Gina. Gina, das klingt hervorragend. Darf ich Sie für die Hauptrolle engagieren, Gina? Das wäre grandios, Mr. L. Nein, Woody. Also Woody, Annie Hall hat mir gefallen, besonders die Szene mit dem Hummer. Schnitt. Ach, Mason, nicht jetzt. Ich liebe dich, aber ich spiele in einem Film mit Woody L. Das ist ja wirklich interessant.
Mit Woody Allen Besen und jetzt raus hier. Sowas schwebt mir schon ewig vor. Ein richtiges Vollbein. Wollen Sie ein Kind von mir haben, Gina? Sie haben doch schon so viele Kinder mit Mia Farrow. Nein, das waren doch nur Vorspiele, aber mit Ihnen würde das ein echtes Meisterwerk werden. Na, willst du wissen, wer die Charts anführt? Seit Lionel weg ist, hast du nichts mehr zu tun, hm? Ich kann das nicht mehr hören. Nathan ging gerade zu weit und ist eingebrochen, was auch immer das bedeutet. Das ist ja interessant. Seit wann wird das über sie im Radio gesendet? Sie ist gerade dabei, ein Autorennen zu verlieren, wenn mich nicht alles täuscht. Sie ist abenteuerlustig veranlagt. Du solltest stolz auf sie sein. Sag mir, dass in 20 Jahren, wenn Samantha auf einem Feuerstuhl sitzt und mit 250 Sachen um die Ecke braust, Gott bewahre. Du hast recht. Dann haben Julia und ich endlich Grund, uns gemeinsam zu sorgen. Und so wie sich das zwischen uns entwickelt, ist es vermutlich das einzig Gemeinsame, fürchte ich. Verstehe. Dein Plan, sie zurückzugewinnen, ist gescheitert? Sie schließt mich aus ihrem Leben aus. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich glauben, sie hat einen Anlag. Sie hat niemanden, nur ihre Arbeit. Sie nimmt sie sogar mit ins Bett. Samantha ist zurzeit ihre einzige Bezugsperson. Und was diesen Typen angeht, der sie vergewaltigt hat, der geht ganz beschwingt seiner Wege, als wäre nichts passiert. Er macht alles Menschenmögliche, um neue Freunde zu gewinnen. Er hat sogar wieder ein Privatleben. Er hängt allein in einer Bar herum, Augusta. Er ist nicht allein. Er trifft dort eine Frau. Er trifft niemanden, das weiß ich genau. Als ich auf seinem Boot war, klingelte das Telefon und ich habe mitgehört. Eine Dame war dran und Dish hat sich mit ihr verabredet. Nach dem Tonfall zu urteilen, war das keine Verabredung mit seiner Zahnärztin. Oh. Wer auch immer sie ist, sie hat ganz sicher seit einem Jahr nicht mehr in die Zeitung gesehen. Adriana ist sofort eingeschlafen. Ach, das ist sehr gut. Sie muss erschöpft gewesen sein. Eden, ich muss dich noch einmal fragen. Es ist wichtig. Warum wolltest du mich sofort sehen? Wahrscheinlich, weil ich hier mit dir reden wollte. Als du angerufen hast, hast du ängstlich und besorgt gewirkt. Tut mir leid, Mama. Ich wollte dich nicht beunruhigen. Ich will dir doch helfen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich dir helfen will, Eden. Ich habe dir so viele Schmerzen zugefügt. Und jetzt möchte ich es wieder gut machen. Mama, sag das nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass etwas passieren wird. Ich bitte dich, du solltest auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. Wie meinst du das? Da ist so eine Angst in mir, dass dir was passieren könnte. Aber nein, mir passiert doch nichts. Mir geht es gut. Es hört sich verrückt an, aber du solltest keinem trauen. Und besonders mir nicht. Das kommt dir merkwürdig vor, nicht wahr? Ich werde dir helfen, das durchzustehen. Wenn ich könnte, würde ich an deine Stelle treten. Nein, Mama. Was es auch ist, ich muss es allein durchstehen. Ich könnte es nicht verkraften, wenn dir etwas geschieht. Nein, mir passiert nichts. Denk jetzt nur an dich. Du bist sehr stark. Du hast Furchtbares überstanden. Ich kann nur beten, dass ich genauso stark bin. Du bist stark. Und das wird alles sicher bald zu Ende sein. Das verspreche ich dir. Haben Sie Ihren Reis schon dabei? Für Quinns und Kellys Hochzeit, oder glauben Sie nicht an diese alte Tradition? Ich glaube, man sollte Sie und Ihren Freund Quinn an einem hohen Baum aufhängen. Auch eine alte Tradition. Hey, er ist nicht mein Freund. Ich habe nur zufällig das Pech, in ihn verliebt zu sein. Das ist alles. Craig, ich habe mich gefragt, ob Ihnen schon was eingefallen ist, um das junge Glück auseinanderzubringen. Oder ob Sie noch so lange warten, bis der Prediger fragt, ob es einen Grund gibt, diesen Mann und diese Frau nicht zu vereinen. Die beste Lösung wäre, wenn Sie ihn erschießen würden und anschließend sich selbst. Problem vom Tisch. Ach, ich schätze, unter Stress kommt der wahre Charakter zutage. Hm? Waren Sie nicht auch mal ein Gangster? Ich muss Sie unter vier Augen sprechen. Würden Sie uns bitte entschuldigen? Gerne. Ich wusste nicht, dass Sie Freunde sind. Sind wir auch nicht. Sind wir. Was soll denn das?
Sehr glücklich sehen Sie aber nicht aus, Mace. Das geht mir immer so, wenn mich jemand für dumm verkauft. Was habe ich jetzt wieder getan? Nichols trifft irgendjemanden. Sagen Sie nicht, Sie wüssten nichts davon. Ach, kommen Sie, Mann. Ich hatte nicht die Absicht, Sie zu betrügen. Keiner konnte ihm irgendwas nachweisen. Er kann sich jederzeit verabreden. Sein Privatleben ist seine Sache. Anscheinend gefällt Ihnen, was er getan hat. Vielleicht deshalb, weil Sie auch so pervers sind. Es kotzt mich allmählich an, wie Sie mit mir reden. Nach allem, was Sie meiner Schwester antun wollten, hätte ich Sie niemals mit dieser Sache beauftragen sollen. Diesen Fehler mache ich sicher nie wieder. Ah, sie hat's geschafft. Na Gott sei Dank. Es ist vorbei. Sie ist zwar Letzte geworden, aber sie lebt und das ist die Hauptsache. Wissen Sie, Laken ist bestimmt nicht sehr begeistert darüber, dass sie Letzte geworden ist. Wenn wir Glück haben, gibt sie auf und sucht sich etwas, wo sie gewinnen kann. Na, hoffentlich nicht Drachen pflegen. Entschuldigung, Augusta, kann ich Sie kurz sprechen? Geschäftlich? Ja, natürlich. Ich sehe, wie Sie wissen, alle Akten durch, die die Finanzen der Lockridges betreffen. Und diverse Obligationen, die Laken gehören, werden demnächst fällig. Und deshalb wollte ich Sie fragen, ob wir neue kaufen oder anderweitig investieren. Tja, wenn das von mir abhinge, dann würde alles so lange festgelegt werden, bis sie vernünftig ist. Aber darauf habe ich keinen Einfluss. Oh, doch. Was? Nach diesen Unterlagen haben Sie das letzte Wort, bis sie 25 ist. Und wenn Sie Nein sagen, dann kann sie gar nichts machen. Zeigen Sie mal, da muss ein Irrtum vorliegen. Wenn jemand Kontrolle darüber hat, dann Lionel. Ich hatte damit noch nie was zu tun. Denn wenn dem so wäre, hätte ich niemals erlaubt, dass sie den Sportwagen kauft und Autorennen fährt. Nun, Augusta, vielleicht hat es Ihnen niemand gesagt, aber Lionels Vater hat es so gewollt. Lionel und Mings wissen es mit Sicherheit. Der größte Teil ihres Vermögens ist ja noch da. Wenn sie so weitermacht, dann fragt es sich, wie lange noch. Aber das ist fabelhaft. Wenn ich mich nicht erweichen lasse, dann dürfte noch was übrig sein, wenn sie 25 wird. Banken sind das Verrückteste, was man sich vorstellen kann. Während der Berater und ich uns unterhielten, sah ich diese Männer in der Kabine verschwinden, um zu deponieren. Jedenfalls hatte ich den Eindruck, jeder von ihnen wäre ein guter biologischer Daddy für mein Baby. Ja, zu dumm, dass du dir nicht den Besten schnappen konntest, dann wäre das drumherum überflüssig. Mason, ich werde auf natürliche Art und Weise nicht schwanger. Andernfalls bräuchte ich keine Samenbank. Was ist mit dir los, Mason? Wieso mischst du dich immer zu ein? Ich liebe dich zu sehr. Und deshalb verpasst du mir auch jedes Vergnügen mit einem anderen Mann. Ich hätte gar nicht erst kommen sollen. Und ein Lendenschurz steht mir auch nicht. Dann geh doch. Ich möchte von dir ein Baby. Sag mal, wie ist denn dein IQ? Riesig, so wie alles an. Wow. Warte. Nimmst du Anabolika? Nein, du machst mich stark. Wo warst du denn? Ich denke nur über meine Möglichkeiten nach. Hauptsache, es geht dir gut. Du siehst aus, als hättest du ein Auto repariert und wärst nicht gefahren. Wie ist es gelaufen? Oh, ich war die Letzte. Und wieso lachst du darüber? Weil ich es geschafft habe und das finde ich total aufregend. Ich meine, schon beim ersten Rennen lernt man eine Menge. Jetzt kenne ich alle meine Schwachpunkte und... Und du willst diesen Wahnsinn wirklich fortsetzen? Was denkst du denn? Natürlich fahre ich weiter.
Einen Moment mal. Würdest du mir bitte mal verraten, wie teuer so ein Rennen für dich ist? Naja, weißt du, wenn man all die Kleinigkeiten rechnet, dann sind es ca. $2000. Aber wenn ich erst gewinne, ist das was anderes. Verstehe. Und woher hast du die, wenn ich fragen darf? Aus meinem Treuhandfonds. Woher denn sonst? Gut, wenn du weiterfahren willst, wirst du woanders holen müssen. Diese Quelle ist nämlich versiegt. Mutter, wie soll ich das verstehen? Ich habe gerade erfahren, dass ich für deinen Fonds verantwortlich bin und dass ich, solange du nicht 25 bist, entscheide, wie viel investiert oder ausgegeben wird. Das wusste ich nicht. Diese Stadt ist nun mal sehr klein. Die dachten wohl, das hätte sich herumgesprochen. Ich werde sie heute noch anrufen und die Situation klären, weil das Vermögen der Lockridges keinesfalls leichtfertig vergeudet wird. Du wirst künftig weder Rennwagen kaufen noch Autorennen fahren, mein Kind. Julia, du hast mal gesagt, das Schlimmste, was Kelly passieren könnte, wäre, diesen Robert zu heiraten. Siehst du das noch immer so? Ja. Warum? Weil ich nicht glaube, dass sie mit ihm glücklich werden würde. Weil er ein Krimineller ist? Das hast du gesagt. Und warum hast du mir vorhin von diesem besonderen, ethischen Dilemma erzählt? Ich wollte einfach deine Meinung hören, nichts weiter. Du wolltest etwas von mir wissen, ohne zu sagen, um wen es geht. Hör auf mit diesen Spielchen. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Nun, Julia, Robert war dein Klient, bevor du Bezirksstaatsanwältin wurdest. Kelly ist deine Freundin und ein anständiger Mensch, wie du selbst sagtest. Sogar ein juristischer Laie, der 2 und 2 addiert, würde merken, dass dein Problem mit der Hochzeit zusammenhängt. Du ziehst voreilige Schlüsse, obwohl du keinerlei Beweise dafür hast. Vielleicht war deine Bitte um Rat in Wirklichkeit ein verzweifeltes Signal. Ich habe das nur nicht in dem Moment begriffen. Na gut, dann revidiere ich meine Empfehlung. Wenn ich Staatsanwalt wäre und irgendetwas wüsste, dass jemanden, den ich sehr liebe, vor einem gravierenden Fehler bewahrt, dann würde ich eine Person meines Vertrauens finden, die meine Informationen an die richtige Stelle weitergibt. Das sind unerlaubte Methoden und das weißt du ganz genau. Sowas kann ich nicht machen, du Schlauberg. Ich kann dir Namen nennen, die ich für solche Fälle parat habe. Was hältst du zum Beispiel von Schuft? Nein, Schuft hast du mich früher genannt. Mason, selbst wenn deine Annahme völlig korrekt wäre, was ich dir nicht etwa bestätige, nur dass das klar ist, wäre das, was du vorschlägst, gegen meine Prinzipien. Und offensichtlich auch gegen deine, weil du vorhin gesagt hast, wir dürften nicht gegen die Schweigepflicht verstoßen. Denn das würde unseren ganzen Berufsstand verletzen. Und wenn meine bildhübsche Schwester aufgrund einer Formalität einen Gangster heiratet, würde etwas wirklich Wertvolleres verletzt. Ein Mensch war schon immer erheblich wichtiger als irgendwelche stupiden Prinzipien. Ich habe nie behauptet, dass du von Kelly und Robert redest. Oh nein, das hast du natürlich nicht. Also reden wir über die ganze Sache rein hypothetisch. Okay, Julia. Wenn du etwas weißt, das hypothetisch gesprochen dazu beitragen könnte, meine Schwester von einem hypothetischen Desaster zu bewahren, und dich entschließt, diese hypothetische Information zu verschweigen oder anderweitig zu nutzen, dann wäre ich selbstverständlich hypothetisch ziemlich traurig und das würde dann hypothetisch betrachtet unerträglich werden und zu einer total unmöglichen, wenngleich hypothetischen Belastung unserer Beziehung führen. Wir haben keine Beziehung, also hör auf damit, mir zu drohen, dass sie gefährdet ist. Und wie würdest du ein gemeinsam gezeugtes Kind bezeichnen? Als Hypothese? Julia, unsere nicht vorhandene Beziehung ist für mich die wichtigste Verbindung meines Lebens, weil ich dich immer noch liebe. Aber meine Schwester liebe ich auch sehr. Und da es hier um ihr Glück geht, scheint deine hypothetisch-puritanische Ethik ziemlich nichtssagend und anmaßend zu sein. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.